Wir wollen nun noch einmal nach Beirut schauen, denn von dort haben uns seit Dienstagabend natürlich unzählige Videos erreicht. Viele von ihnen zeigen die dramatische Explosion und eines ist ganz besonders in den sozialen Netzwerken geteilt worden. Es zeigt den eigentlich schönsten Tag ihres Lebens. Man sieht eine Braut, sie posiert kurz nach der Hochzeit und dann hier die Druckwelle. Was genau da passiert ist und wie sich das für das Brautpaar, die frisch Getrauten, angefühlt hat, das möchte ich nun natürlich wissen. Das Brautpaar ist bei meinem Kollegen Jan-Frederik Langshausen in Beirut. Genau, vielen Dank, Nele. Wir sind hier in Beirut, direkt am Hafen, also unweit entfernt von der Explosion. Und hier hatte Israels die Braut eine Hochzeit feiern sollen, ihre Hochzeitsfeier. Wir stehen jetzt vor dem Hotel, das völlig zerstört ist. Hier sind überall Glassplitter, die Fenster sind raus. Es sah hier mal sehr luxuriös und schön aus. So sieht es jetzt nun nicht mehr aus. Und wie das Ganze passiert ist, wie sie das erlebt hat, das fragen wir die Braut am besten jetzt mal selbst. Sie steht direkt neben mir, Isra S. Vielleicht one question. Can you explain us, how did you experience like the situation? Yeah, I'm a US resident, as you know, and I've been postponing this day for 3 years, just waiting for my husband immigrant visa. To get his visa, and after that we decided to make our big day in this year. We thought it's going to be our year and everything is going to be well, but what happened at that day, we were taking some pictures and we started to see a heavy smoke in the sky. We know it's just a burning, but it turns out with the seconds from a heavy smoke into a huge explosion, into catastrophic explosion. The nicer place that I was sitting in, it turns out from beautiful place into a ghost town filled with shattered glasses, with dust. People were yelling, were screaming, bleeding. So for me, it was a nightmare. Okay, also vielleicht noch mal einmal zusammenfassen. Sie hat 3 Jahre sich auf diesen Tag hier gefreut. Dann hatten sie Rauch gesehen im Hintergrund und dann kam es zu der Explosion und innerhalb weniger Sekunden hat sich das hier alles, wie sie sagt, in eine Geisterstadt verwandelt. Leute haben geschrien, hatten Panik, sind umhergerannt und sie hat eben selber gesagt, es war für sie ein Albtraum. Eine Frage vielleicht noch, one more question. So, as you said, this was supposed to be the best, probably the most beautiful day of your life. How do you feel now it's a day of death, a day that will get into history like that? What makes you, how does it feel for you? Well, of course, there's no place for happiness now. Like some people are asking me, are you going to continue taking some picture or to do the ceremony or anything? I was like, how can I do this? And people are dying, people are injured. My country is damaged. And how can I be happy? So all what I plan now is to do my best and all what I can is to help my country with anything I can do. Also sie sagt, das ist natürlich wahnsinnig schrecklich für sie. Sie kann jetzt natürlich nicht mehr feiern. Es ist jetzt kein schöner Moment mehr für sie. Und alles, was sie kann und tun will, ist ihrem Land zu helfen. Und damit dann, Nele, zurück zu dir nach Berlin.